Vielen Dank, Gotthilf Lorch. Ein großes Plädoyer für oben bleiben und eben bleiben. Und ich denke, das, was du angeführt hast, so für Verbesserungen, können wir ganz lässig machen, weil wir bei K21 so viel Geld einsparen gegenüber S21, dass die paar Dinge gut zu machen sind. Und sie helfen ja nicht nur den Beeinträchtigten, sondern sie helfen allen, sich besser zurechtzufinden. Als nächstes Statement darf ich jetzt Frau Ilona Kocher-Reindl bitten. Sie ist Diplom-Ingenieurin, freie Architektin und war 11 Jahre lang beim Landeswohlfahrtsverband im Referat Sozialplanung tätig. Seit dem Jahr 2000 ist sie selbstständig. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt ist Planen und Bauen für Menschen mit Behinderung. Zusätzlich ist sie versicherungsgutachterlich tätig und mit S21 beschäftigt sie sich insbesondere bezüglich der barrierefreien Gestaltung. Deshalb heißt auch ihr Titel Anforderung an die barrierefreie Gestaltung. Ja, liebe Frau Kollegin Asseburg, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Initiativkreis Barrierefrei, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe gerne Ihre Einladung angenommen, um mit Ihnen an dem heutigen Abend über die barrierefreie Gestaltung im Zusammenhang mit der Bahnhofsplanung zu sprechen. Bereits im Jahr 2008 untersuchte Carsten Drosel, Technische Universität Berlin, die barrierefreie Gestaltung des alten und neuen Hauptbahnhofes in Stuttgart. Hier entstand im August 2008 eine wissenschaftliche Studie mit dem ebenso lautenden Titel. Seinen Handlungsrahmen definiert Carsten Drosel über die gesetzlichen Vorgaben, die Forderungen aus DIN-Normen, die Prämissen seitens der Betroffenen und die Abwägung der finanziellen Verhältnismäßigkeit. Der betroffenen Verband, mit dem er sich intensiv beraten hat, war der Landesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte in Baden-Württemberg. Projektpartner waren weiterhin die Stadt Stuttgart, Amt für Stadtplan und Stadterneuerung und die Technische Universität in Berlin an sich, auch die Deutsche Bahn. Die sogenannte Nutzwertanalyse am Ende der Studie stuft den heutigen Bahnhof Stuttgart als bedingt barrierefrei ein. Wir haben gerade eben schon die Ausführungen von Ihnen gehört, das passt ganz gut hinzu. Was heißt, dass eben bestimmte Mängel vorliegen, die die Nutzung beeinträchtigen, aber nicht unmöglich machen? Das wäre die Definition von bedingt barrierefrei. Der zentrale Omnibusbahnhof ist nicht barrierefrei und würde als solcher eben nicht in diese Klassifizierung kommen. Sein Zitat abschließend: Barrierefrei ist der Stuttgarter Hauptbahnhof sicher nicht, der heutige Stuttgarter Hauptbahnhof. Die Nutzwertanalyse für den neu geplanten Bahnhof konnte Drosel mangels ganzheitlicher fachlicher Angaben bis 2008 leider nicht anfertigen. Die Bahn konnte keine fachlichen Unterlagen zu dem Zeitpunkt herbeischaffen. Daher zitiere ich aus einem Antwortschreiben von Dr. Käfer, Sie hatten es vorhin projiziert, dass die Erschließung in der allgemein üblichen Weise, das ist ja die Formulierung aus dem Behindertengleichstellungsgesetz, für mobil eingeschränkte Menschen nutzbar ist. Und somit sind die Hauptverkehrsebenen einschließlich der Bahnsteige und Schläge barrierefrei zu erreichen. Ende des Zitats. Und ich fasse an der Stelle also zusammen die Aussage, die mich da sehr beeindruckt hat. Der alte Bahnhof ist nicht barrierefrei aus dieser fachlichen Sicht. Der geplante Bahnhof ist barrierefrei. Und die Rollstuhlfahrerinnen, Menschen mit Behinderung, Engagierte, wir schließen uns dieser Feststellung nicht an. Aber wie ist es möglich, dass Vertreterinnen und Vertreter der Planerseite
und die Einschätzung, was die Alltagstauglichkeit so voneinander abweichen können, sich wirklich gegenüberstehen, wie ist das möglich? Und ich möchte im Folgenden Ihnen Antworten darauf geben. Und ich muss dazu etwas in die DIN-Normen einsteigen, beziehungsweise in diese gesetzlichen Dinge und normativen Dinge, die uns Planer bewegen. Die gebaute Barrierefreiheit ist also ein Konzept, das ganzheitlich die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern und Rollstuhlfahrerinnen, von Menschen mit Mobilitätshilfen, von motorisch eingeschränkten Menschen, Menschen mit Seh- oder Hörbehinderung berücksichtigt. Dabei führt eine barrierefreie Umwelt auch für Menschen mit kognitiven Einschränkungen, wir haben es vorhin schon gehört, für die älter werdende Generation, für die zunehmende Zahl der Menschen mit Demenz, was ja durchaus auch in jüngeren Jahren bereits geschehen kann, für Personen mit Kinderwagen, Gepäck, wir haben es schon x-mal gehört, zu einer Nutzungserleichterung, zu Komfort und Sicherheit. Die Anforderungen an die barrierefreie Gestaltung wollen also bewusst eine Standardisierung auslösen, damit eben unser gebauter Lebensraum unabhängig wird von sich verändernden Lebenssituationen, also nutzbar für alle Menschen, unabhängig und selbstständig. Okay, die Anforderungen sind in Normen geregelt und diese Normen sind eben Mindestanforderungen. In den Normenausschüssen, das wissen Sie möglicherweise, wirken ja neben den Verwaltungen und den Kammern, den Berufsvertretungen der Industrie eben auch die Behindertenverbände mit und dieses über viele Jahre. Am Ende einer neuen und aktualisierten Norm steht immer eine Anhörungsphase mit der Aufforderung zu den Stellungnahmen, Sie kennen dies auch, und die betroffenen Verbände nehmen aktiv daran teil, so kenne ich das Engagement. Gut, die relevanten Normen, jetzt gehe ich etwas in die Planerpraxis. Die relevanten Normen werden über die Landesbauordnung als sogenannte technische Baubestimmung gesetzlich eingeführt. Und die Normen des barrierefreien Bauens sind eben relevant. Ich habe sie hier an die Wand projiziert. Wir haben hier diese DIN-Normen 1824, 1825. Sie haben vielleicht in anderen Veranstaltungen schon häufig darüber geredet. Die 1824 interessiert uns im Wesentlichen, weil diese die Mindestanforderungen für die öffentlich zugänglichen Gebäude und die Arbeitsstätten darstellen. Sie müssen einfach wissen auch, dass diese beiden Normen, das habe ich ganz zum Schluss angeführt, aktuell überarbeitet wurden. Diese beiden Normen heißen nun DIN 1840 und ich erwähne dies deshalb, weil erstmals in der DIN 1840 die Evakuierung in der CV 4 aufgenommen wurde. Ja? Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, denn in allen die Normen, die gesetzlich eingeführt sind in unser Baurecht, in unsere Planungspraxis, beinhalten keine Evakuierung. Und so ist es ja nachvollziehbar richtig, dass Anlagen barrierefrei sind, auch wenn sie keine Konzepte für die Evakuierung aufweisen. Das ist ein ganz wichtiger Planungsaspekt. Gut, erstmals mit der DIN 1840 wird die Evakuierung aufgenommen. Und es heißt hierin, dass zu gewährleisten sind sichere Bereiche für den Zwischenaufenthalt zur Eigenrettung fähiger Personen, zusätzliche visuelle Wahrnehmbarkeit durch akustische Alarm- und Warnsignale für Räume, in denen sich Hörgeschädigte alleine aufhalten können und durch betriebliche organisatorische Vorkehrungen. Da haben wir vorhin schon etwas drüber gehört, diese betriebliche organisatorische Vorkehrung wäre zum Beispiel diese Haltestellen, diese Durchsage, ne? Diese Haltestellendurchsage mit der Aufforderung, Personen eben zu helfen. Und ich möchte jetzt an der Stelle direkt weiterleiten zu den Baubestimmungen der Bahn. Ich habe eben geredet von unserer Planungspraxis hier in Baden-Württemberg und erstaunlicherweise, also ich wusste das selber lange Zeit nicht, aber es ist ja so, dass die baulichen Anlagen eben fundieren auf einer eigenen Betriebsverordnung. Das ist die Eisenbahnbau- und Betriebsordnung EBO. Und gut, hier schreibt der Paragraph 2 eben auch die bauliche Gestaltung für den Personenkreis fest, über den ich vorhin geredet habe.
So, die Betriebsordnung EBO ist ganz genauso aufgebaut wie die LBO, sie ist zum Verwechseln ähnlich. Paragraphen, Begriffe, Definitionen, also wie wir unsere Landesordnung in der Hand behalten. So, interessanterweise, und ich finde es wirklich einen sehr interessanten Aspekt, sagt das Programm der Deutschen Bahn, dass die eingeführten nationalen Normen aus dem öffentlichen Baurecht, sprich Landesbauordnung, unsere Planungspraxis, die wir kennen, gelten, sofern sie umsetzbar sind. Ja, das ist auch ein Aspekt, sofern sie umsetzbar sind. Es gilt aber für Neubauten und umfassende Umbauten eine Richtlinie der Bahn, das ist die eingeführte technische Baubestimmung, die REL 813, Personenbahnhöfe planen. Und in dieser Richtlinie sind eben eigenständige Mindestanforderungen und Regeln, Planungsregeln formuliert. An meinen Ausführungen erkennen Sie, dass die barrierefreie Gestaltung also ganz unterschiedlich interpretiert werden kann. Und ich finde es für uns als Planer enorm wichtig, auch für Sie alle als Engagierte, auch einfach sehr wichtig zu wissen, dass wir über Barrierefreiheit reden können und was grundsätzlich anderes meinen können. Ja? Umso wichtiger, wenn wir in die Kommunikation miteinander treten, dass, egal, Gegner, Befürworter, völlig egal, dass wir zunächst klären, von welchem Handlungsrahmen reden wir eigentlich. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und Sie haben vorhin schon sehr unheimlich viel erklärt, deshalb kann ich da jetzt, glaube ich, auch relativ schnell das Ganze erläutern. Also ich habe Ihnen im Folgenden hier Praxisbeispiele mitgebracht, sodass ich Ihnen ein paar Punkte einfach besser definieren kann und ein paar Worte dazu sagen kann. Zunächst mal zur Übersicht. Ich muss dazu sagen, die Quelle stammt aus einer Informationsveranstaltung, vielleicht war der eine oder andere von Ihnen im Rathaus hier. Und zwar war das am 11. Januar 2011 und die Überschrift hieß Barrierefreiheit des neuen Bahnhofs und Interimslösungen für die Bauzeit. Das Ganze war organisiert vom Dachverband Integratives Planen und Bauen und die Stadt Stuttgart. Der Dachverband ist der Sprecher für eine ganze Reihe von Behindertenverbänden, die sich angeschlossen haben, um eben über diesen Dachverband mit der Bahn S21 barrierefrei zu planen. Gut, also ich zeige Ihnen hier diesen Grundriss nochmal. Wir sehen also hier eben diesen Steg A, B und C. Wir sehen drei Aufzüge und jeweils von diesen drei Aufzügen, je Steig, gehen eben die Treppenanlagen nach hinten und vorne weg, mit Fahrtreppen links und rechts oder nur einseitig. So. Sie sehen auf der nächsten Folie das typische Gefälle, der Gefälleschnitt im Längsschnitt und im Querschnitt. Und ich möchte, ich habe es also so bestimmte Punkte rausgezogen, die als nicht barrierefrei bezeichnet werden und sage ein paar Worte dazu, sind die barrierefrei oder sind die nicht barrierefrei. Wir sehen hier also Gefälle, die liegen zwischen 1,5% glaube ich und 1,8% und die DIN 1840, die sagt dazu, also diese neue DIN-Norm, die eben gilt seit Oktober 2010, dass wenn aus topografischen Gründen Wasser anfällt, ist ein Längsgefälle von maximal 3% und ein Quergefälle von 2,5% erforderlich. Ne? Dann die DIN 1824, die ja heute noch gilt als gängige Planungspraxis, sagt, ein Längsgefälle mit 3% und ein Quergefälle mit 2%. Die DIN 1824 Teil 1 macht keine Angaben. Sie sehen also, wir haben hier trotz dieser Gefälle eine barrierefreie Anlage. Wir haben hier eine barrierefreie Planung. Dann der nächste Punkt. Das Bild hat mich eigentlich sehr beeindruckt, weil es doch sehr viel zeigt. Und zwar möchte ich Ihnen hier, möchte ich Sie aufmerksam machen auf den Punkt der Stufenunterschneidungen. Sie sehen hier diese offenen Treppen. Also die offenen Treppen, sehen Sie das hier? Diese offenen Treppen, ne? Die tragen ja sehr viel zur Transparenz bei, sie tragen zur Orientierung bei
Und fachlich ist die offene Konstruktion natürlich nachzuvollziehen. Selbstverständlich, ne? Die relativ niedrige Deckenhöhe, die ausladenden Stützenköpfe können schon durchaus so etwas wie Angsträume entstehen lassen, sodass also auch diese Treppen, wenn die noch massiv wären, zusätzlich eben diesen Raum verbauen würden, auch einen regelrechten Höhlencharakter schaffen würden. Also diese Offenheit unterstützt auch die Orientierung, weil ja hinter den offenen Treppen die Aufzüge sind. Also die Transparenz ist durchaus auch eben Gestaltungselement, aber auch eben ein wichtiger Punkt für die Orientierung. Soweit nachvollziehbar. Nur nach sämtlichen DIN-Normen, und hier rede ich von 1824 über die 1840, sind Stufenunterschneidungen unzulässig. Eine solche Treppe ist nicht zulässig im Sinne unserer DIN-Norm und unseres Planungsrechts. Aber ich sagte Ihnen vorhin, es gibt die Planungsnorm der Deutschen Bahn, also diese RIL 813. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass offene Treppen zulässig sind. Aber hier müsste man nachhaken, nur wenn ich mich beziehe auf unsere gängige Planungspraxis und ja, auf unsere Planungsmodule bei öffentlichen Gebäuden, ganz klar sagen die Normen keine Stufenunterschneidungen. Ja, und dann möchte ich Ihnen dieses Bild hier zeigen. Das hier ist mal ein Blick auf das Leitliniensystem. Dieses Leitliniensystem ist ein Arbeitsergebnis von dem Dachverband Integratives Planen und Bauen, von dem ich vorhin schon sprach, und zeigt sehr schön mit diesen Leitlinien, diesem Abzweigefeld, dem Aufmerksamkeitsfeld, wie auf eine Treppe hingeführt wird, wie eben vor der Treppe selber nochmal eine Bodenprofilierung kommt, dann die Treppe eigentlich erst beginnt. Die Korrekturen stammen hier von dem Experten für die sehbehinderten Menschen aus dieser Gruppe. Und gleichzeitig sind hier, also diese Eintragungen nehme ich an, die sind von der Bahn zugearbeitet, hier sind nochmal diese Abstände definiert. Und hier sehen Sie auch nochmal den Verweis auf diese Richtlinie 813 der Bundesbahn, der Deutschen Bahn, Entschuldigung. Gut, was mir sehr wichtig ist an der Stelle zu sagen, also alles, was dieser Grundriss zeigt, entspricht den Anforderungen an die Barrierefreiheit. Sowohl nach der DIN 1840 als auch nach der DIN 1824. Und das ist hier ein Arbeitsergebnis, da kann auch einiges passieren, mehr oder weniger. Aber Sie sehen, welchen Bedarf wir haben, auch wenn wir über die Modernisierung des Kopfbahnhofes sprechen würden. Ja? Also das sind ganz wichtige Leitsysteme und Orientierungshilfen für sehbehinderte Menschen. Gut, ein Wort an meine Planerkollegen an dieser Stelle. Wir sollten einfach lernen, Gestaltungszwänge manchmal hinten dran zu stellen, beziehungsweise bewusst umzugehen mit Farben, mit Strukturen, mit Materialien. Das ist ein ganz wichtiger Kern in der barrierefreien Planung. Farben, eben Kontraste, Räume nicht dem Zufall zu überlassen und dem eigenen Gestaltungswille, sondern den anzupassen an die Vorgaben der Barrierefreiheit. Und die sind wunderschön definiert und nachzulesen in den entsprechenden Materialien. Dann möchte ich hier die letzte Folie zeigen. Und zwar geht es hier um den Aufzug und die Verengungen. Es sind grob für mich keine Abweichungen erkennbar. Das ist auch relativ schwierig, weil mir die Maße fehlen. Also ich arbeite ja bei den Prüfungen oder bei Prüfungen insgesamt auch gutachtlich eben sehr stark im Detail. Da brauche ich Maße und so weiter. Ich habe aber mir sagen lassen, dass der Durchmesser eines Aufzuges bei 2,20 Meter in der Kabine liegt, also der Durchmesser. Das heißt ja im Grunde in der Einfahrt maximal, Sie sagten es vorhin, maximal zwei Rollstühle hintereinander. Ich befürchte, dass es sogar vielleicht nur einer sein wird. Ja. Die runde Form, auch hier wieder dieser Gestaltungswille, ja, der Gestaltungszwang vielleicht auch, den man spürt, zu hinterfragen, ist es richtig, hier runde Aufzüge zu planen. Aufzüge brauchen Handläufe, links und rechts.
wenn wir uns vorstellen, wir haben Rollatoren, wir haben Rollstühle, die sind alle geradlinig. Ist es hier richtig, mit der runden Form zu arbeiten? Kinderwagen auch, ja. Ja, und was kann ich hier noch dazu sagen? Sekunde genau, die Mindestgröße bedingt auch ganz genau, ich knüpfe wirklich an das, was Sie vorhin sagen, dass eben prognostiziert ist, dass sich vor den Aufzügen lange Schlangen bilden werden. Ja? Und das ist im Zusammenhang mit der engen Abwicklung zwischen Treppenabgang, Fahrtreppenabgang oder Ankunft, je nachdem, ist es natürlich eine enorme Engstelle. Und wir planen für die Passage von Rollstuhlfahrern mindestens einen freien Raum von 90 cm. Ja? Also wirklich der freie Raum und haben zusätzlich noch die Einsteige vielleicht in den Aufzug zu berücksichtigen oder eben die Abgänge zu den Treppen. Gut, also ich habe spontan, was die Normen angeht, für dieses Detail sehe ich keine Abweichungen. Durch Maße zum Beispiel könnte es sein, dass noch das eine oder andere verbessert werden müsste. Aber ich finde, dass dieses Beispiel sehr gut den Unterschied zeigt zwischen den Mindestanforderungen und der DIN, die hier eben keine Vorgaben macht, und der Gebrauchstauglichkeit, die Sie sich wünschen. Ja, ein wunderschönes Beispiel dafür. Es ist aber eine barrierefreie Anlage. Es wird so bezeichnet. Das möchte also eine barrierefreie Anlage entsprechend unserer Planungspraxis. Gut, die Evakuierung möchte ich nicht weiter vertiefen, da Herr Heidemann das Thema behandelt. In der Verknüpfung aber mit der Barrierefreiheit möchte ich jedoch schon noch zitieren, dass eben der Katastrophenfall keine übliche Situation ist. Wir haben das vorhin schon gehört. Und eben daher auch keine Sonderregelung für die barrierefreie Gestaltung getroffen werden muss. Und ich habe vorhin schon über die erstmalige Integration der Evakuierung in die DIN 1840 gesprochen. Sie müssen wissen, dass ja die DIN 1840 noch nicht Bestandteil ist der Landesbauordnung Baden-Württemberg. Wir haben immer noch die geltende Integration der DIN 1824. Die 1840 ist absehbar. Wir haben immer eine Anhörungsphase für die Integration der Normen, aber schätzungsweise wird in einem Jahr mal eine ganz grobe Prognose die 1840 integriert sein. Im Sachverständigenbereich lernen wir, dass die Bauwerke zum Zeitpunkt der Abnahme den geltenden Regeln entsprechen sollen. Also wir sprechen hier von einem Jahrhundertbauwerk. Von daher fände ich es sehr angebracht, das ist meine persönliche Meinung, dass wir ein solches Bauwerk nach den zukunftsorientierten Normen planen sollten bzw. müssen in der Eigenverantwortung. So, und ich komme nun auf die Studie zurück, über die ich eingangs gesprochen habe. Sie beschreibt ja, dass der heutige Kopfbahnhof und seine Umgebung barrierefrei modernisiert werden können. Der Autor hat im Einzelnen die Modernisierungsmaßnahmen beschrieben und ich gehe auch hier von einem umfassenden Umbau im Sinne der Bahnrichtlinie 813 aus. Die Anforderungen, die dürften im Detail manchmal vermutlich nur mit den sogenannten sinngemäßen Lösungen umgesetzt werden können, was im Bestand üblich ist, und was aber im Sinne der DIN immer noch barrierefrei ist. Ja? So, und zu guter Letzt möchte ich Ihnen sagen, dass der Kopfbahnhof einfach über diesen substanziell wichtigen stufenlosen Nordausgang verfügt. Weitere Flucht- und Rettungswege müssen eingebaut werden. Es kann nicht sein, dass es eben nur diesen einen Ausgang gibt und dort liegen dann sozusagen die sterbenden bzw. die überrannten Personen. Also es muss selbstverständlich auch hier eine großflächig angelegte Flucht- und Rettungssituation geschaffen werden. Auf Orientierungssystemen in der Nachrüstung und so weiter haben Sie schon verwiesen. Das möchte ich jetzt gar nicht im Einzelnen sagen. Der heutige Kopfbahnhof ist nicht barrierefrei, jedoch bietet er nach fachlicher Einschätzung die Voraussetzungen für eine barrierefreie Modernisierung im ganzen Umfang. Und aufgrund eben dieses niveaugleichen Ausgangs
wäre die Modernisierung zukunftsorientierter und barrierefreier, wenn es dies überhaupt gibt. Aber wir haben gehört, es gibt barrierefreier und weniger barrierefrei. Ja, und wäre eben die Modernisierung barrierefreier und zukunftsorientierter als wahrscheinlich der Tiefbahnhof S21. Und damit möchte ich meinen Beitrag schließen und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken.